Und damit herzlich willkommen zu Marco 8 Deluxe im Honor-Wettstreit mit Anubis mit random Gegnern. Ja. Nur so nebenbei, wenn ihr dachtet, ich wurde schon oh mein Gott, nein. Wenn ihr denkt, ich wurde schon in den vorigen Videos gequält, dann naja. Ja, habe ich mich nicht hier drauf eingestellt. Nein, denn wir spielen natürlich in meinen Lobbys. Alter! Und das ist Anubis erstes 200er Rennen. Wir starten auch direkt in den Part mit dem natürlichen 200 CCM Cup. Sozusagen. Also es ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall für Anubis. Eine größere als er eh schon hatte. Ja. Jetzt die Rakete. Jo. Was macht die Rakete da? Achso, ich dachte gerade. Bei mir wurde die jetzt noch nicht angezeigt. Bei mir war die Rakete noch eine. Okay, danke fürs Nicht-Driften. Na. Heute ist mir ehrlich gesagt der erste Platz eigentlich relativ egal, weil hier nicht viel los ist. Also hier geht es ja nicht um mehr oder weniger die Punkte, sondern einfach nur um meine Rennpunkte zu erhöhen und das ist mir hier relativ egal. Und heute schaffe ich wahrscheinlich dann alle Rennen als erster. Aber ey, wäre die blaue nicht gewesen, wäre ich jetzt erster geworden. Mit 200. Unsere Lobby löst sich zwar langsam auf, was ich sehr schade finde, aber okay. Macht's nicht gerade besser, ne? Ja, für dich nicht. Und eigentlich muss ich auch sagen, sind die meisten Konkurrenten, die jetzt eigentlich stark waren, in deinem Video dabei und bei mir sind sie jetzt gefühlt alle weg. Also die halt eine reelle Chance gehabt hätten, mich zu besiegen. Also ich bin dumm und fahr selber irgendwo rein. Ja, sind alle jetzt gefühlt weg. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch einen Franzosen, der mir gefährlich werden könnte. Das ist Rayleigh, aber sonst... Alle weg. Übrigens, der Treffer an dich war so nicht geplant, ne? Möchte mal so dazu sagen. Naja, ich bin noch Vierter. Nee, das Ding war halt die, du bist mir genau reingefahren, als genau die Dreier-Shell ich bekommen habe und die werden ja instant ausgelöst in dem Sinne. Ja, der andere wollte aber auch direkt an mich da ran. Ja, danke, Flotzi. Wir müssten jetzt im zweiten Rennen, glaube ich, sein. Ich habe schon mit dem Rennen nicht mitgezählt. Ja. Ist egal. Aber es sieht aktuell sehr gut aus. Ich habe eine sehr gute Verteidigung. Ich nicht. Also, sie können jetzt. Krieg ich auch nur Pilze. Ich wollte gerade sagen, sie können jetzt gerne. So viele rote abfeuern wie sie wollen, die durchdringen meine Verteidigung nicht. Alter, was war das? Hey, Dritter. Was sagt man dazu? Ja, Glückwunsch. Dritter. Flotzi mit 16.000 Punkten ist einfach letzter. Die Lobby schrumpft und schrumpft. Ich glaube, ich habe es mir gerade schon gedacht. Flotzi ist raus. Der Typ, der 60.000 Punkte hat, einfach von allen geschlagen worden. Es ist jetzt angepisst und ist rausgegangen. Ja, ich meine, wir halten mal eben fest, hier ist einfach so ein Anubis drin mit nur 1.000 Punkten und der schlägt gerade ein mit 16.000. Ne, das geht in die Geschichte ein. Und das war nicht mal knapp, dass ich ihn geschlagen habe.
das war ziemlich eindeutig. Ja. Meine ich doch. So, Rico ist hinter mir, aber ich bleibe auf dem ersten, das ist gut so. Ich finde auch, die Strecke ist total langweilig, da kann man auch nicht viel sagen. Oder? Boah. Ich bleib dabei. Ja, ich finde die Strecke hat trotzdem was. Ja, ist halt die Anfangsstrecke aus Mario Kart 7, deswegen. Die ist halt für mich, finde ich, verdammt langweilig so. Eigentlich ist gefühlt jede Anfangsstrecke aus Mario Kart immer langweilig so. Es soll halt, ja, klar, es soll Mario Kart das Thema einführen. Ist logisch. Also muss ja, falls euch jemand Neuling ist, der muss ja herangeführt werden. Ich glaube aber Anubis hat ja, als er angefangen hat, der gleich mit Online angefangen, oder? Ich? Meinst du mit Mario Kart? Ja, mit Mario Kart 8 jetzt. Nee, nicht wirklich. Ich habe auch schon, also mein allererstes Mario Kart war das für den N64. Achso, okay. Ja, aber in diesem Teil musstest du ja auch in der ersten Strecke, glaube ich, anfangen. Oder bist du gleich in Online reingegangen? Also jetzt allein in dieser Teil halt. Also hier, nee, da habe ich erstmal auch die Cups und so gemacht. Ah, okay. Joa. Okay. Viertes Rennen. Nächster, der gegangen ist. Also wenn es so weitergeht, sind wir gleich nur zu zweit unterwegs. Und dann sehe ich nur Attacke auf mich. Ja, aber apropos Mario Kart. Meine Zuschauer können... Also, wir sind ja in meinem Video, also auch meine Zuschauer. Hi. können sich freuen, denn bald steht wieder ein neues Mario Kart in den Startlöchern, was bald LP'd wird. Ich weiß nicht, ob man dann da eine kleine Pause einlegen müssen von Mario Kart 8 Deluxe, weil eben zwei Mario Karts in dem Sinne anlaufen, ist vielleicht nicht ganz so geil. Oder halt vielleicht nur bei Anubis ein Video machen. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie es aussieht. Weil ich glaube, sonst wird einfach nur zu viel Verwirrung aufkommen. Und das möchte ich auch nicht, dass bei den... Nein, fall runter. Okay. Das möchte ich auch nicht, dass bei den Leuten viel Verwirrung aufkommt, dass auf einmal das Mario Kart ist, was aktuell Let's Played wird, und dann auf einmal Mario Kart am Sonntag wiederkommt. So, ist schwierig, oder? Keine Ahnung. Ich würde eiskalt mit beiden durchziehen. Mario Kart ist Mario Kart. Ah ja, jetzt werben sie mich mit drei Red Shells ab. Wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Da hole ich mir noch ein paar Meinungen auf jeden Fall mal ein. Die Leute, wie sie das finden. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, ob ihr zwei Mario Karts dann sehen wollt, während des LPs halt. Also das Mario Kart, was LP'd wird, und halt diese Mario Kart-Folgen am Sonntag. Ob das für euch okay ist, oder ob ihr tatsächlich damit Probleme habt, die dann zu unterscheiden. In dem Sinne. Du stellst die Frage falsch. Wollt ihr weiter sehen, jeden Sonntag sehen, wie Anubis leidet, oder wollt ihr nur ein Mario Kart sehen? Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Abstimmungsfunktion auf Video gibt, sonst ist hier irgendwo eine Abstimmung eingeblendet, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr, deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Ja, nee, aber ich rede eher von mir. Achso, war gut. Also, mich würde das absolut triggern, dass ich, wenn ich so knapp 10.000 Punkte hätte, ich voll die Probleme hätte gegen jemanden, der gerade mal online 1.000 Punkte hat. Ey, da würde ich voll die Ausraster beischieben, ne? Du wirst wahrscheinlich noch zu der Person hinfallen, den in den klatschen. Nee, das so weit nicht, aber... Okay, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die glauben könnten, ich wäre ein Smurf. Was tatsächlich nicht ist. Also Leute, er ist kein Smurf. Er hat nur dieses Produkt jahrelang inhaliert in Videos und weiß ganz genau, wie er fahren muss. Und etwa. Danke, Montana Black. So, aber ich bin ja auch vorne sehr gelassen. Ich bin ja der Typ hier mit den meisten Punkten aktuell, deswegen mich juckt's nicht. Kommst du aus dem Donut geschossen? Ich
Ich mach dir mal hier oben den Platz frei, ne? Dass du schön landen kannst. Ich glaube sogar, die Strecke ist bei mir auf Platz 10 gelandet von meiner Top 10 Mario Kart Liste. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Was sind eigentlich so deine Top 3 Strecken aus Mario Kart 8 Deluxe? Da müsste ich aber jetzt überlegen. Also auf jeden Fall Yoshis Piste. Jo, X der Beats. Peach, also das Schloss von Peach, die N64. Ja, okay, ich weiß, was du meinst, N64 Peach Karte, also Peach Schloss. Ja. Oh, der war gemein von mir, den hättest du sehen müssen. Ich krieg die blaue Warte, bis der Franzose mich überholt und knall dann die rote los, die den automatisch mitnimmt. Ich hab zum Glück eine Hupe gekriegt, also mich juckt die blaue nicht. Also mich die rote jetzt überhaupt nicht juckt. So, da hast du zwei Strecken, eine noch. Fällt dir noch eine ein, die du in deine Top 3 packen würdest? Warte. Ich versuch gerade nur noch Seite zu schneiden! Nicht nach unten! Sehr knapp. Okay. Deine letzte Strecke sagst du in der nächsten Strecke. Jo. Also, wir halten nochmal fest. Yoshis Piste, das Schloss von Peach und... Ich würde sagen, als drittes, was mir jetzt spontan einfällt, Hyrule Castle. Okay, das ist eine schöne Auswahl, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Wenn ihr Bock habt, dass Anubis mal ein Top 10 10 Strecken Video macht, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber dann werden die gefahren, das ist nie, wird auf jeden Fall nicht so ein langweiliges... Ich mache hier Liste-Video, ne? Sondern dann seht ihr die als ich fahre die nebenbei. Ich finde diese Tierlisten-Videos so langweilig. Na, weißt nicht, du das? Nicht mal unbedingt Tierlisten-Videos, sage ich mal. Ich habe es ja so gemacht, dass ich tatsächlich aus meinen LP Strecken-Ausschnitte von dem verwendet habe. Und da einfach nur über die Strecke gesprochen habe, warum die auf dem Platz ist. Ja, ich werde das dann halt eher so machen. Dass ich die Strecke dann fahre und über die Strecke patsch und nicht nur Ausschnitte verwende. Das geht natürlich auch. Also wenn ihr Bock mal habt, dass Anubis ein Top 10 Video macht für von seinen Top 10 Strecken Mario Kart 8 Deluxe, sag mir mal, wie viele Likes müssen sie geben? Warum habe ich ihn penetriert? Ich will ihn penetriert haben. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Na gut, dann kann ich jetzt von hinten attackieren. Jo. Ja. Ich würde mal sagen, wenn mein Video 5 Likes kriegst und deins auch, dann würdest du wahrscheinlich so ein Video machen, oder? Ja. Also, da ist gut. 5 Likes auf dieses Video und 5 Likes dann auf ein Nubis Video, das ist übrigens am Ende verlinkt. Einfach das Like geben, dann kriegt ihr auch das Video in seinen Top 10 Strecken. Und das kommt nicht an einen Sonntag. Das wird nicht an einen Sonntag kommen. Ich lasse Mario Kart am Sonntag nicht wegen so einem Tierlisten-Video austeilen. Nö, das kommt einfach irgendwann in der Woche. Richtig. Ich hab's irgendwie knapp geschafft. Wer ist jetzt eigentlich der zweite Yoshi? Keine Ahnung, aber er hatte einen Pilz und hat mich deswegen noch überholt. Ewiger Dritter heute. Ja, 2 Rennen haben wir, glaube ich, noch. Ja. Den meisten. Okay, Flussuferpark. Endlich mal auch mal Strecken, die nicht die gleichen sind wie jeden Sonntag. Wir sehen mal neue Strecken, Anubis. Ist das nicht schön? Ja, natürlich, aber ne, das Ding ist ja, wir suchen uns das ja nicht aus, ne? Das stimmt, also das hier ist zumindest. Das ist Nintendo. Ja gut. Hier, in dem Sinne, ich zoome meine Strecken aus, weil hier sind ja eh nur 3 zur Auswahl, so. Halt, wenn wir aber in der privaten Lobby sind, dann machen wir natürlich alles zufällig, ist ja logisch. Außer wir machen wirklich irgendwann mal ein Video, wo wir einfach nur alle Strecken mal, oder mal Strecken fahren, die wir bis jetzt noch nicht ein einziges Mal in der Mario Kart Sonntagsserie gefahren sind. Ja. Ich
glaube, das muss auf jeden Fall mal irgendwann sein, weil ich glaube, alle Strecken fahren wir definitiv nie. Und ich krieg seine. Oh, ich hab irgendwie absolut verkackt, aber gut. Ich auch. Ich hab meine Pilze absolut beschissen genommen. Jetzt hat mich noch irgendeine Grüne anscheinend getroffen. Blau kommt nebenbei auch noch. Und ich bin Vierter. Bin direkt hinter dir. Hä? Wieso ja, hab ich mich jetzt hinter gefreut? Es ist doch keiner über irgendwas gefahren. Ja, ja, wahrscheinlich! Ich wollte mir, hab mir gerade ein Doppel-Item geholt! Kommt noch jemand mit, mit der Rakete um den Stern? Wahrscheinlich. Ich werde nur Dritter, oder was? Ich werde nur Dritter! Also! Ja, moin! Ich bin Fünfter. Ah, na, liegt halt an den Pilzen, weil ich sie falsch eingesetzt habe, aber okay. Ja, bei mir war es der Blitz, der hat mich zerstört. Ja, der Blitz kam auch noch dazu, ja. Alter, guck mal die Punkte von dem einen da an. Ja, moin! Ey, Alter, wenn der jetzt 99, der hat fast maximale Punktzahl. Ey, wenn ich den jetzt zerstöre, ne? Den werden wir jetzt alle zerstören, hab ich gehört. Dass er gleich wieder quittet. Übrigens, letztes Rennen im Exercise Bike Stadion. Und ich setze mich mal vorab an den 1. Hab ich gehört. Bin ich ausgerüstet aktuell, das finde ich gut. Dann du bist es direkt auf dem dritten, sehe ich. Mhm. Ich habe leider den Namen von den 99.000 Punkte-Typ nicht gemerkt. Izzy. Izzy? Mhm. Okay, der scheint aber nicht hier zu sein bei uns. Gut. Ich bin jetzt Sechster. Boah! Gerade so die Rote abgewehrt. Easy! Hinter mir ist er! Der ist Platz 2! Nein, ich hab eine Münze bekommen! Aber sie hat noch eine Rote! Jetzt ist er vor mir. Verdammt. Nein, ich choke rein! Nein, du scheiß Buhu! Jetzt hat er mir einen Blitz geklaut, aber es kommt ein Stachi! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann von mir für dich! Mach's, Bro, mach es! Ich hab ihn! Oh, gerade so geschafft! Auf dem ersten! Ich bin zwar Achter, ich wurde absolut auseinandergenommen, aber wie habe ich den Sieg gegönnt? Holy shit! Das war's mit der Folge für Margraf für diesen Sonntag. Anubis haben wir auch noch einen Part gedreht, übrigens wieder irgendwo ein Bild verlinkt. Und nicht vergessen, auf dieses Video 5 Likes und auf Anubis Video dieses Sonntag 5 Likes, dann kriegt ihr ein Top 10 Mario Kart Video von Anubis. Also, bis dahin und ciao!